Hi Freunde, Modman hier. In diesem Video zeige ich dir die beste Methode, um im Diablo 4 Gold zu farmen. Dabei ist es relativ egal, ob du in Weltstufe 1, 2, 3 oder 4 spielst. Je höher die Stufe ist, umso mehr Gold gibt's, aber auch auf Stufe 1 kannst du schon ordentlich viel Gold abgreifen. Am besten ist es, wenn du in der Vierergruppe unterwegs bist, aber du kannst es theoretisch auch alleine machen, sollte kein Problem für dich darstellen. Du kriegst ungefähr in 5 Minuten 1 Million Gold zusammen und wie genau das Ganze funktioniert, erfährst du in diesem Video. Wenn es dir gefällt, gebt einen Daumen nach oben. Hast du noch Fragen oder Anregungen, schreib sie gerne in die Kommentare. Und wenn du vielleicht auch andere Methoden hast, um Gold zu farmen, lass mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Und tu mir doch zwei Gefallen. Erstens, lass doch gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da, damit du kein Video mehr verpasst von mir. Und zweitens, lass auch gerne ein Follow auf Twitch da, den Link findest du unten in der Beschreibung. Wenn du noch eine Gruppe zum Goldfarmen suchst, guck doch auch gerne auf meinem Discord vorbei. Auch diesen Link findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wenn du keine Lust oder Zeit zum Farmen hast, habe ich noch eine andere Lösung für dich. Geh gerne auf aoea.com und schau, was es da so für Angebote gibt. Mit dem Code MOTTE sparst du sogar noch 3%. Goldfarm in Diablo 4 ist sehr, sehr wichtig. Nicht so wie in Diablo 3, da konnte man das Ganze gut schleifen lassen. In Diablo 4 brauchst du Gold, du brauchst viel Gold, denn mit Gold kannst du deine Items verbessern, umschmieden und. Wenn du zum Beispiel beim Okkultisten bist und sagen wir mal deine Armbrust nehmen willst und hier einen Affix ersetzen willst, kostet das Ganze hier schon 1,5 Millionen Gold und immer wieder, wenn du neu rollst, geht dieser Betrag nach oben. Du brauchst also sehr, sehr viel Gold, um wirklich Items umrollen zu können. Einige Zungen behaupten sogar, es gibt Underground-Discord-Server, in denen Items verkauft werden. Du kannst ja quasi diese gelben Items sammeln, egal wo du bist, und diese gelben Items können ja Top-Stats haben und diese können dann beim Okkultisten selbst auch mit einem legendären Gegenstand wieder ausgestattet werden, also hier im Codex der Macht zum Beispiel, und bekommen so nochmal einen krassen Bonus. Die Items oder die Eigenschaften der Items werden dabei behalten und wenn du Top-Items quasi bekommst, kannst du diese auf dem Schwarzmarkt verkaufen und auf der anderen Seite kannst du auch Top-Items für extrem hohe Summen an Gold auf dem Schwarzmarkt selbst kaufen. Ich selber war noch nie auf dem Schwarzmarkt unterwegs, aber es gibt einige Discord-Server, die so einen Handel quasi anbieten und wenn ihr da noch ein bisschen mehr Interesse habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, dann mache ich da vielleicht auch nochmal ein Video zu. Kommen wir aber nun zu dem Thema dieses Videos, nämlich Goldfarmen und wie können wir am besten Goldfarmen. Es gibt einen Dungeon im Spiel, der besonders geeignet ist zum Goldfarmen. Optimal seid ihr in diesem Dungeon 4 Leute, weil es heißt, ganz, ganz viele Monster kloppen und je mehr Leute ihr seid, umso mehr Monster könnt ihr kloppen. Diese Monster droppen sehr, sehr viele gelbe Items und blaue Items, die ihr dann verkaufen könnt und das Gold benutzen könnt, um quasi eure Items zu verbessern. Der Dungeon befindet sich unten rechts in dem Kontinent Hobbesar. Und wir sind in der Ruine von Eridu unterwegs. Hier rechts daneben ist eine Stadt, die könnt ihr clearen. Und wenn ihr die Stadt geklärt habt, könnt ihr zu dem Wegpunkt gehen, zu dem ich mich quasi gerade hinbewege. Wie gesagt, egal ob ihr auf Weltstufe 1, 2, 3 oder 4 spielt, auf allen Weltstufen ist das Ganze möglich. Je höher die Weltstufe ist, umso bessere Items droppen und je besser die Items sind, umso mehr sind sie natürlich auch wert. Deswegen solltet ihr schon gucken, dass ihr auf der höchstmöglichen Stufe spielt, in der ihr relativ gut durchkommt. So, ich habe mich jetzt hier zum Wegpunkt geportet und laufe einmal kurz zum Dungeon hin, um euch zu erklären, warum dieser Dungeon so OP ist. Ihr werdet es direkt sehen, sobald ich in dem Dungeon drin bin und ein paar Meter gemacht habe. Alles klar, cooles Event. Sobald ich im Dungeon drin bin und ein paar Meter gemacht habe, werdet ihr euch denken, holy shit, was ist hier los? Ihr seht, hier sind schon einige Spieler vor. Also der Dungeon wird sehr oft besucht, egal welche Stufe ihr seid. Im Low-Level-Bereich, im High-Level-Bereich, überall wird Gold gebraucht. Und viele, viele Spieler sammeln schon Gold in den niedrigen Stufen für die späteren Stufen, um einfach Items gut rollen zu können. Also es ist sehr, sehr wichtig, gerade im Endgame eine Menge Gold zu haben. So, wir sind jetzt hier in den Hallen drin und wie gesagt, am besten geht ihr zu dritt oder zu viert rein, denn es gibt mehrere Wege. Wir haben einen Weg, der sich nach links und nach rechts abspaltet und ihr seht schon, guck mal, wie viele Gegner wir hier in dem Dungeon haben. Oben rechts wird es quasi dargestellt. Ihr seht es, hier sind unendlich viele Gegner, die wir besiegen können und endlich viele Items, die quasi gedroppt werden. Wir haben teilweise Schreine hier drin, wir haben Kisten hier drin und. So, jetzt kommen wir hier an einem kleinen Dreieck raus. Ihr seht, hier gibt es drei Wege und genau deshalb solltet ihr drei oder vier Spieler sein, damit ihr quasi jeden Weg abdecken könnt. Jeder von euch macht quasi einen Weg
und lauft diesen Weg einmal durch und schlachtet alle Monster ab, die sich quasi auf den einzelnen Wegen befinden. So könnt ihr dann einfach, nachdem ihr euren Weg geklärt habt, in den Weg einen oder in einen Weg eurer Partner gehen und da nochmal durchgehen und die ganzen Sachen einsammeln. Wenn ihr so wie ich hier gerade alleine unterwegs seid, könnt ihr natürlich auch jeden Weg alleine clearen. Das kostet euch allerdings Zeit und Zeit ist Geld. Ihr wisst es ja. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht es am besten in der 2er, 3er oder 4er Gruppe. Wie gesagt, wenn ihr noch Gruppenmitglieder sucht, kommt gerne auf meinen Discord. Da werdet ihr eigentlich ohne Probleme fündig. Ja, und so sammeln wir jetzt Gold. Wir bewegen uns hier quasi durch den Dungeon hindurch, schlachten Unmengen an Gegner ab. Ihr seht, hier sind ganz, ganz viele Gegner. Kleine Packs, Elite-Gegner. Ihr kriegt zusätzlich hier noch eine Menge Erfahrungspunkte. Je nachdem, auf welcher Stufe ihr spielt, auch davon mehr oder weniger. Ihr bekommt eine Menge Gold dabei und ihr bekommt eine Menge Items, die ihr verkaufen könnt. Ihr müsst theoretisch nur die einzelnen Wege durchspielen. Wenn ihr am Ende noch den kleinen Bonus haben wollt, könnt ihr noch den Boss töten, weil der auch relativ zeitnah nach den drei Wegen kommt. Ja, und die Bosse geben natürlich auch nochmal legendäre Gegenstände in der Regel, wo ihr nochmal die Effekte rausziehen könnt. Fürs Goldmachen an sich ist der Boss vielleicht nicht ganz optimal, weil er halt nicht viel Gold gibt, sondern eher legendäre Gegenstände. Ja, wir prügeln uns jetzt hier durch den ganzen Dungeon durch und sammeln alles ein, was sich so quasi unterwegs ergibt. Ich bin jetzt hier, wie lange sind wir jetzt drin? Die Aufnahme geht seit 5 Minuten. Wir sind hier noch hingeritten. Ich sag mal, wir waren jetzt 2 bis 3 Minuten alleine in dem Dungeon drin. Wenn ihr zu viert seid, habt ihr den Dungeon schon mehr oder weniger durchgeklärt und müsst nur noch die Sachen einsammeln. Hab dann nach 5 Minuten ungefähr ein komplett volles Inventar. Ich war jetzt hier 3-4 Minuten drin. Mein Inventar vorher war, ich weiß gar nicht, ob es davor leer war oder nearly leer. Auf jeden Fall haben wir schon einiges an Gold gemacht. Wir gehen das jetzt mal einmal kurz umtauschen und ihr seht, die Items an sich geben uns sehr, sehr viel Gold. Die legendären Items, die ich bekomme, lagere ich quasi mal ein, um sie beim Schmied am Ende umzuschmieden oder mir die gewissen legendären oder wichtigen Rohstoffe rauszuholen, die wir brauchen, um die Aspekte quasi einzusockeln. Und genau, das ist quasi das, was ihr basically macht. Noch ein kurzer Tipp, wenn ihr zu dritt, viert oder zu zweit spielt. Wenn ihr den Dungeon durch habt, verlässt einer von euch die Gruppe. Am besten geht ihr beide einmal aus dem Dungeon raus. Einer verlässt die Gruppe und der Spieler, der quasi auf der alten Map ist, joint dem neuen Spieler. Also der, der quasi die neue Map habt. Und so könnt ihr den Dungeon dann mehr oder weniger resetten und könnt wieder reingehen. Das ist die Möglichkeit, um Gold zu farmen. Die ganzen High-Level-Spieler farmen so ihr Gold. Ich habe viele Freunde, die im 80er, 90er, 100er Bereich sind, die auf diese Weise Gold farmen. Und ich habe das Ganze auch ausprobiert. Ihr macht so Unmengen an Gold in Minuten und das Ganze ist wirklich nur empfehlen. Ihr könnt nur auf eine Art schneller Gold machen und zwar, wenn ihr euch Gold mit eurem Echtgeld kauft, habe ich ja am Anfang schon vorgestellt. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so war, gebt gerne einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und tut mir noch 2 Gefallen. Erstens, lasst gerne ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da. Und zweitens, lasst auch gerne ein Follow auf Twitch da. Und kommt auch unbedingt auf den Discord-Server, um neue Leute zum Zusammenspielen zu finden. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen und dich hat's weitergebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Mottenmann. Ciao.